Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie in Vertretung unseres Direktors, Herrn Laube, der sich gerade auf einer Dienstreise in Berlin befindet, sehr herzlich begrüßen. Arno Barnard, mein Name. Ja, ich darf Sie begrüßen, zum einen im Namen der Bibliothek selber, zum anderen auch ein wenig im Namen der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft, mit der ja unser Haus seit vielen Jahren eng kooperiert. Ja, wir haben heute den dritten und letzten Vortrag in der Reihe Wieland begegnet Shakespeare, nachdem im Juni bereits Christa Schünke und Norbert Kreiner hier referiert haben. Und heute darf ich sehr herzlich hier begrüßen Herrn Balz Engler. Seien Sie herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie Zeit haben, aus Basel hierher zu kommen. Herr Engler ist, wenn ich Sie kurz vorstellen darf, Professor Emeritus an der Universität Basel. Sie haben natürlich viel über Shakespeare geforscht, ihn ediert, übersetzt. Ja, und wenn ich einen Forschungsschwerpunkt von Ihnen herausgreifen darf, auch um ein bisschen die Brücke hier nach Weimar zu uns ins Haus in die Bibliothek zu schlagen, ja, möchte ich das Themenfeld Shakespeare and Quotation anführen. Also die Frage, wie sich die Literatur mit Shakespeare in Form von Zitaten und Anspielungen auseinandergesetzt hat, das Spannende am literarischen Zitieren ist ja, dass es über eine reine Wiederholung hinausgeht. Und in der Literatur eine produktive, auch umformende, transformierende Art des Zitierens und damit der Rezeption zustande kommt. Und genau das haben Sie, wenn ich richtig sehe, in Ihrem Hyper-Hamlet-Projekt, das jetzt seit 20 Jahren besteht, versucht, nämlich eine Online-Edition des Hamlet-Textes verlinkt mit Zitaten in die ganze Weltliteratur, die Bezug genommen hat auf dieses Stück. Und genau das versuchen wir, wenn ich diese Verbindung herstellen darf, auch hier in der Bibliothek. Wir erwerben ja nicht nur physisch und elektronische Bücher, sondern sind auch im Bereich der Datenproduktion tätig. Erfassen zum Beispiel in einem Projekt gerade die wichtigsten Werkfamilien der deutschen Literatur seit 1700 in ihren Bezügen und in Beziehung stehenden Werken. Und dieser Gedanke, solche Relationsgefüge ausgehend von Werken zu erforschen und zu untersuchen, steht auch ja, im Mittelpunkt ihrer Forschungstätigkeit. Ja, und in diesem Lichte sind wir jetzt sehr gespannt auf Ihren Vortrag, Wieland begegnet Shakespeare.
Herzlichen Dank, Herr Professor Engler. Ich darf an Sie übergeben. Vielen Dank. Ich bin verkabelt. Ich weiß nicht, funktionieren alle Mikrofone? Okay. Ja, vor 250 Jahren, wie wir alle wissen jetzt in Weimar, kam Christoph Martin Wieland als 39-Jähriger nach Weimar als Prinzenerzieher und etablierter Autor, und unter seinen vielen Projekten, die er hinter sich gelassen hatte, ist seine Shakespeare-Übersetzung bloß eines. Aber unabhängig von der Bedeutung, die er ihm selbst zuschrieb, hatte es gewaltige Auswirkungen auf die deutsche Literatur, wie wir wissen, vor allem auf die Autoren des Sturm und Drang. Über diese Auswirkungen hat meines Wissens mein Kollege Norbert Greiner berichtet, und ich möchte hier über etwas leicht anderes sprechen. Das Projekt der Shakespeare-Übersetzung gehörte in eine ganz bestimmte Epoche von Wielands Leben, 10 Jahre bevor er nach Weimar kam. Wird Wielands Shakespeare-Übersetzung heute erwähnt, so wird meist schlicht von einer Prosa-Übersetzung gesprochen. Und wenn es hochkommt, davon, dass es sich um den ersten Versuch handle, alle Stücke Shakespeares ins Deutsche zu übertragen. Und das ist allzu verkürzt und nicht ganz korrekt. Eigentlich, das sei hier gleich angemerkt, sollten wir ja immer von der Wieland-Eschenburg-Übersetzung reden. Jetzt muss ich das zum ersten Mal bewähren. Ja, sollten wir von der Wieland-Eschenburg-Übersetzung reden. Wieland übersetzte nur, immerhin, 22 Stücke von Shakespeare's 37 Stücken, und auch diese nicht immer vollständig. Dann stellt er seine Arbeit an Shakespeare ein. Und die Übersetzung der restlichen Stücke besorgte Johann Joachim Eschenburg einige Jahre später. Und er überarbeitete und korrigierte dabei auch Wielands Versionen. Eine Leistung, die mehr Schätzung verdient, als ich ihr hier erweisen kann. Hier soll aus gegebenem Anlass nur von Wielands Begegnung mit Shakespeare die Rede sein. Und ich werde mich auf Fragen wie die folgenden konzentrieren. Weshalb bestand überhaupt das Bedürfnis nach einer Übersetzung von Shakespeares Dramen? Das ist für uns ja eigentlich selbstverständlich, war es aber nicht. Wie kam es, dass diese Aufgabe Wieland übernahm? Und mit welchen Schwierigkeiten hatte Wieland als Übersetzer zu kämpfen? Und vor allem, was ist besonders an seiner Übersetzung? Für die Übersetzung literarischer Werke müssen ganz allgemein bestimmte Bedingungen gegeben sein. Es muss ein Interesse an fremden Kulturen vorhanden sein oder es soll geweckt werden. Man will diesen Kulturen nacheifern oder sich an ihnen messen, zeigen, dass man das auch kann. Die Übersetzung kann auch verschiedenen Zwecken dienen. Sie kann als Verständnishilfe ganz dem Original dienen, wie dies bei der englisch-deutschen Studienausgabe der Dramen Shakespeares der Fall ist, ein Projekt, das von der Shakespeare-Gesellschaft gefördert wird. Und das ist das Ende der Reklame, die ich machen möchte. Sie kann als Verständnishilfe ganz dem Original dienen, oder sie kann dem Zielpublikum als Ersatz für das Original dienen. Und dies ist eindeutig am häufigsten der Fall. Das Eigenartige an der literarischen Übersetzung ist, dass sie zugleich etwas Sekundäres ist und für ihr Zielpublikum wie ein Original auftritt. Als Gebrauchstext
Ist die Übersetzung anders als das Original veränderbar? Sie lässt sich verbessern und an die Zeit und an das Publikum anpassen, denen sie dienen soll. In seltenen Fällen kann es eine Übersetzung geradezu schaffen, den Status eines Originals zu erreichen, wie es mit der sogenannten Schlegel-Tieck-Übersetzung von Shakespeares Dramen geschah. Heute ist das nicht mehr der Fall. Aber wenn wir Shakespeare zitieren, so tun wir dies auch heute noch in der Schlegel-Tieck-Version. Und als die Shakespeare-Gesellschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts ihren Protagonisten als dritten deutschen Klassiker zu etablieren versuchte und ihm hier in Weimar ein Denkmal errichtete, hatte man auch Schlegel-Tieck im Sinn. Das ist ein Bild von der Enthüllung 1904. Die Shakespeare-Gesellschaft hätte es ja gerne gehabt, wenn er auf den Platz vor dem Theater gekommen wäre, als dritter deutscher Klassiker. Aber sie wissen, wo er jetzt steckt. Shakespeare als Deutscher, dabei war es gar nicht immer selbstverständlich gewesen, dass Shakespeare überhaupt auf Deutsch übersetzt werden solle. Und die Version von Wielands Übersetzung illustriert dies. Anders als ich das vor langer Zeit in der Schule lernte, waren es nicht die Deutschen, die Shakespeare auf dem Kontinent entdeckten, sondern die Franzosen. Es war Laplace, der 1745 zum ersten Mal Ausschnitte aus mehreren Shakespeare-Stücken in eine kontinentale Sprache übersetzte. Englische bürgerliche Kultur wurde allgemein seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts einflussreicher auf dem Kontinent. Und seit 1721 erschien die Zeitschrift The Spectator, zumindest in Ausschnitten auch auf Französisch, und wurde auch im deutschen Sprachbereich in gebildeten Kreisen fleißig gelesen und auch auf Deutsch übersetzt. Sie machte ihre Leserschaft mit der englischen Literatur, insbesondere mit Milton und Shakespeare, vertraut. Und unter ihren Lesern war auch der Zürcher Johann Jakob Bodmer, auf den wir zurückkommen werden. 1741 erschien die erste deutsche Übersetzung eines Shakespeare-Stücks. Das habe ich jetzt. Sie sehen, ich habe nicht viel Übung mit diesen Geräten. 1741 erschien die erste deutsche Übersetzung eines Shakespeare-Stücks, Caspar Wilhelm von Borcks Versuch einer gebundenen Übersetzung des Trauerspiels von dem Tode des Julius Caesar aus dem englischen Werke des Shakespeare, bezeichnenderweise in Anlehnung an die dominierenden französischen Muster in gereimten Alexandrinern. Sie sehen am Anfang eine Rede, die Zeilen sind länger, es hat mehr, sie sind länger, es hat mehr von ihnen und es wird fleißig gereimt. Aufgrund dieser Übersetzung lehnte Johann Christoph Gottsched, der sich in Leipzig als einflussreicher Kunstrichter installiert hatte, lehnte er Shakespeare ab, weil sein Werk alle Regeln der rationalen französischen Poetik brach. Im gleichen Stück traten edle und gemeine Figuren auf, hohe Rhetorik und vulgäre Sprache wurden nebeneinander verwendet. Vorgegebene Handlungsmuster und poetische Gerechtigkeit wurden missachtet. Kein Wunder, dass Anhänger einer solchen Poetik allenfalls wie in Frankreich die Übersetzung einzelner Reden und Szenen zustimmen mochten. Allerdings erwuchs dieser engen Sicht der Dinge zunehmend Opposition und ein Zentrum dieser Opposition lag in Zürich. Um 1740 war Gottsched in der Defensive und Zürich wurde der zentrale Ort einer neuen Ästhetik und hier kommt auch Wieland ins Spiel. Im Frühling 1752 schickte der 19-jährige Tübinger Student
Christoph Martin Wieland, dem Zürcher Professor Johann Jakob Bodmer, einem Gegenspieler Rothschilds, seinen Hermann, ein Heldengedicht in 5 Gesängen, und bat ihn um sein Urteil. Daraus ergab sich ein Briefwechsel und im Oktober siedelte Wieland als Student nach Zürich über, auf Einladung Bodmers, bei dem er auch anfangs wohnte. Das 18. Jahrhundert war eine Blütezeit des Geisteslebens und der Kultur in Zürich. Der deutsche Dichter Wilhelm Heinse stellte erstaunt fest, dass es in Zürich über 800 Bürger gäbe, die etwas hätten drucken lassen. Als Motor des Zürcher Geisteslebens wirkten zahlreiche Gesellschaften aller Art, in denen unbehelligt von der Zensur diskutiert und geschrieben wurde. Es gab in Zürich bereits mehrere Zeitungen, die wöchentlich erschienen. Die 1780 gegründete Zürcher Zeitung besteht in leicht anderer Form ja heute noch, die Neue Zürcher Zeitung. Der bedeutendste Exponent einer neuen Ästhetik war Johann Jakob Bodmer. Er war einer der eifrigen Leser der Aufsätze in Addisons Spectator oder eben des Spectateur. Als junger Mann war er bei einem Besuch in Lyon zum ersten Mal auf die Zeitschrift gestoßen. Und bald nach seiner Rückkehr aus Lyon schrieb er ein Theaterstück, dessen Titel vermuten lässt, dass es im Stile Shakespeares gehalten sein könnte. Marc Anton und Kleopatrens Verliebung. Leider ist es verschollen und ich werde das noch einige Male sagen müssen, dass die Dinge verschollen sind. 1732 fertigte Bodmer eine Prosaübersetzung von Miltons Paradise Lost, Johann Miltons Verlust des Paradieses, an. Und 8 Jahre später, 1740, veröffentlichte er seine bahnbrechende kritische Abhandlung von dem Wunderbaren in der Poesie und dessen Verbindung mit dem Wahrscheinlichen. In dieser Schrift verteidigte er Miltons Verwendung übernatürlicher Wesen und Figuren aus der klassischen Mythologie in Paradise Lost gegen Voltaire und Kritiker der französischen klassizistischen Tradition. Bezeichnenderweise fügte er seiner Abhandlung eine Übersetzung von Addisons Kommentaren im Spectator über die Schönheiten des verlorenen Paradieses bei. Zu Shakespeare veröffentlichte Bodmer keine eigenen Aufsätze, aber er fasst zustimmend Addisons Argument für das Wunderbare, the marvelous, zusammen. Und wir können auf diesen Aufsatz von Addison zurückgreifen. Addison hatte im Spectator geschrieben: "There is a kind of writing wherein the poet quite loses sight of nature and entertains his reader's imagination with the characters and actions of such persons as have many of them no existence but what he bestows on them. Such are fairies, witches, magicians, demons, and departed spirits." Addison erwähnt Spencer und Milton, aber, so fährt er fort, "Shakespeare has incomparably excelled all others. That noble extravagance of fancy, which he had in so great perfection, thoroughly qualified him to touch this weak, superstitious part of his reader's imagination, and made him capable of succeeding where he had nothing to support him besides the strength of his own genius. There is something so wild and yet so solemn in the speeches of his ghosts, fairies, witches, and the like imaginary persons that we cannot forbear thinking them natural, though we have no rule by which to judge of them, and must confess, if there are such beings in the world, it looks highly probable they should talk and act as he represented them."
Bodmer verwendete Milton zur Illustration seiner Position. Seine Schüler aber wandten sich stärker Shakespeare zu. Und es entstanden in seinem Umkreis mehrere Übersetzungen von Shakespeare-Dramen. Vier möchte ich nennen. Die erste ist von Johann Heinrich Füßle, dem Maler, ebenfalls ein Schüler Bodmers. Er übersetzte Macbeth und plante eine Übersetzung von Julius Caesar. Beide sind unglücklicherweise verloren. Seine Bilder, vor allem auch jene, die er nach seiner Übersiedlung nach London malte, belegen sein Interesse am Übernatürlichen und an Shakespeare eindrücklich. Ein anderer Schüler Bodmers, Johann Jakob Kitt, übersetzte Teile des Coriolan, verschollen. Simon Grineus publizierte anonym, da habe ich noch schöne Bildchen von Füßle. Das ist ein Bild von Füßle, der hier vorne links sitzt und rechts Bodmer und in der Mitte schaut Homer ins Bild. Also man sieht ein sehr selbstbewusster Mensch, Füßle, und vielseitig begabt. Ja, das aus dem Sommernachtstraum und das aus Macbeth, die Hexen. Ja, aber ich rede von Simon Grineus. Er publizierte 1758 Romeo und Juliet, anonym in einem etwas ungelenken deutschen Blankvers, die erste deutschsprachige Publikation eines ganzen Shakespeare-Stücks seit von Borgs Julius Caesar, 17 Jahre früher. Beide übrigens in Versen. Er stellte den Text neben jene anderer Autoren in die Anthologie Neue Probstücke der englischen Schaubühne, aus der Ursprache übersetzt von einem Liebhaber des guten Geschmacks. Von besonderem Interesse für uns ist seine Bemerkung in der Vorrede: Ich habe nur ein einziges Stück von dem Shakespeare dieser Sammlung bisher beigefügt, um zu erfahren, ob man es für gut halte, dessen Stücke also ganz und so viel wie möglich buchstäblich in das Deutsche zu bringen. Der Satz scheint die Absicht anzudeuten, mehrere Stücke Shakespeares zu übersetzen und dies vollständig, nicht wie es gängig war bei den Franzosen in besonders bewundernswerten Abschnitten. Christoph Friedrich Nicolais Rezension von Grineus in der Bibliothek der schönen Wissenschaften 1760 deutet an, dass die Zeit für eine Shakespeare-Übersetzung reif war. Wir haben schon mehr als einmal gewünscht, dass sich ein guter Übersetzer an die englische Schaubühne wagen und seine Landsleute hauptsächlich mit den vortrefflichen alten Stücken des Shakespeare, Beaumont und Fletcher, Otway und anderen bekannt machen möchte. Es würde vielleicht für die deutsche Schaubühne weit vorteilhafter gewesen sein, wenn sie jene nachgeahmt hätte, als dass sie sich die französische Galanterie, das durch die französische Galanterie hinreißen lassen und uns mit einer Menge höchst elender, obgleich höchst regelmäßiger Stücke bereichert hat. Wir empfehlen hauptsächlich dem Übersetzer die shakespearischen Stücke. Sie sind die schönsten, aber auch die schwersten. Aber um desto eher zu übersetzen, wenn man nützlich sein will. Und schließlich, als letzte neue Übersetzung, die ich nennen möchte, aus dem Umkreis Bodmers, die von Christoph Martin Wieland. Der erste Beleg, der Wieland in Verbindung mit Shakespeare bringt, stammt von 1755, also aus seiner Zürcher Zeit,
Er war 22 damals. Und im Tagebucheintrag eines Freundes liest man: Am Sonntag, den 15. März, führte ich nach der Predigt den Herrn Nolten aus Berlin zu Wieland, der von Shakespeare viel schwatzte und glaubte, er werde ewig der Engländer Bewunderung bleiben, ungeachtet er manchmal gigantische Vorstellungen hat und alle Teufel aus der Hölle aufs Theater bringt. Man spürt die Wirkung von Bodmer in diesen Sätzen. In einem französisch geschriebenen Brief von 1758 schildert er seine Haltung zu Shakespeare nach einer Kritik an Voltaire wie folgt. Ich zitiere den Brief auf Deutsch. Sie kennen ohne Zweifel diesen außergewöhnlichen Mann durch seine Werke. Ich liebe ihn mit all seinen Fehlern. Er ist beinahe einzigartig darin, die Menschen, die Sitten und die Leidenschaften nach der Natur zu zeichnen. Seine Fruchtbarkeit ist unerschöpflich. Er scheint nie etwas anderes als nur die Natur studiert zu haben. Wo trifft man mehr kühne und dennoch treffende Konzeptionen? Wo mehr neue, schöne, erhabene, beeindruckende Gedanken? Wo mehr lebendige, glückliche, belebte Ausdrücke als in den Werken dieses unvergleichlichen Genies? Also das Genie wird schon wieder verwendet und wird ja ein wichtiger Begriff auch im Sturm und Drang. Im gleichen Jahr, 1758, verfasste er das erste deutsche Drama in Blankversen, Lady Johanna Grey, das auch in Winterthur aufgeführt wurde, was man auch als Referenz an die englischen Dramatiker verstehen kann. Nach einer Zeit als Hauslehrer in Zürich und Bern wurde er 1760 als Kanzleivorsteher in seine Vaterstadt Biberach am Riss zurückberufen. Im Fall Sie nicht wissen, wo Biberach liegt, habe ich alles zwischen Stuttgart und Konstanz. Er wurde in seine Vaterstadt Biberach als Kanzleivorsteher zurückberufen, wo er bis zu seiner Ernennung 1769 zum ersten Professor der Weltweisheit an der Universität Erfurt tätig war. Und von dort kam er ja dann nach Weimar. Die Shakespeare-Übersetzung fällt in seine Biberacher Zeit. Schon bald nach seiner Ankunft in Biberach inszenierte er dort im Biberacher Theater in der Schlachtmetzg. So sieht das Gebäude heute aus. Da wurde im Parterre geschlachtet und im ersten Stock Theater gemacht. Dort inszenierte er den Sturm, der erstaunliche Schiffbruch mit Einsprengseln aus dem Sommernachtstraum. Wir wissen auch über diese Inszenierung nur wenig, aber sie gilt als die erste integrale Aufführung eines Shakespeare-Stücks in Deutschland. Und eben in die Biberacher Zeit fällt eine Übersetzung von 22 Stücken zwischen 1761 und 1766. Sie war ein kleiner, aber einflussreicher Teil seiner vielfältigen Tätigkeit als Dichter, Romanautor, Essayist, Herausgeber und, was ihn besonders belastete, Biberacher Kanzleidirektor. Über Wielands Motivation dafür, sich der oft mühsamen Aufgabe des Übersetzens zu unterziehen, wissen wir kaum etwas. Offenbar war die Übersetzung aller Stücke Anfang 1759 ein Thema. Sein Freund W.D. Sulzer empfahl die Übersetzung des Gesamtwerkes in einem Brief. Er empfahl, Shakespeare in Auszügen zu präsentieren, wie das in Frankreich gängig war.
soweit ich gekommen bin. Soweit ich gekommen bin, ist kein Drama, das man ganz übersetzen dürfte. Man würde nur den Plan derselben durchgehen, die Szenen oder Stellen aber, welche wirkliche Schönheit besitzen, auszeichnen und alles auf eine kritische Manier verrichten. Sabine Korb in ihrer Dissertation über Wieland Shakespeare Übersetzung kommt zum fast verzweifelten Schluss. Ein konkreter Anlass für Wieland, die Übersetzungen zu beginnen, lässt sich, abgesehen von Sulzers erwähnter Anregung und dem allgemeinen Ruf nach einem deutschen Shakespeare, nicht ausmachen. Der allgemeine Ruf nach einem deutschen Shakespeare war auch dem sehr aktiven Zürcher Verlag Orell, Gessner, Füßli und Kompanie nicht entgangen. Andererseits war Wielands Position in Biberach problematisch. Seine Anstellung wurde hintertrieben und lange bekam er kein Gehalt. Ein Prozess wurde erst 1764 entschieden und Wieland war deshalb wohl auf die Einkünfte als Autor und Übersetzer angewiesen. Er erhielt nach Vertrag für jeden Band 12 Louis d'Or und 50 freie Exemplare. Ich habe versucht herauszufinden, wie viel ein Louis d'Or wert ist. Aber es ist praktisch unmöglich, so etwas historisch festzustellen. Die einzige Zahl, die ich fand, war, dass ein Louis d'Or ungefähr 250 Euro entspreche. Ja, ich weiß, wenn man finanzielle Motive für eine literarische Arbeit ins Spiel bringt, gilt das als unfein. Denn Dichter machen ja solche Dinge nicht für Geld, sind aber oft, wie wir auch wissen können, wenn wir wollen, sind aber oft darauf angewiesen. Und hier in diesem Fall würde ich meinen, sind finanzielle Motive wirklich nicht auszuschließen. Seine Briefe an den Verleger, soweit diese noch entstehen, beginnen im Oktober 1761 und schon im folgenden Jahr schreibt er dem Verleger Salomon Gessner. Ich habe, als ich vor mehr als einem Jahr mich zur Übersetzung des Shakespeare entschloss, zwar eine ziemliche Vorstellung von den Schwierigkeiten gehabt, aber in der Tat mir nicht den zehnten Teil der Mühe vorgestellt, den ich nunmehr erfahre. Ich glaube nicht, dass irgendeine Art von gelehrter Arbeit der Galeerensklavenarbeit ähnlicher sei als diese. Und obgleich das Vergnügen, womit sie von Zeit zu Zeit begleitet ist, die Mühe versüßt, so ist es doch immer richtig, dass ich eine Menge Zeit mit diesem Autor verschleudere, die ich nützlicher anwenden könnte. Aber er arbeitete weiter und der achte und letzte Band erschien 5 Jahre später, 1766. So sieht die ganze Sammlung aus. Und das sind die Stücke, die er übersetzte. Ich brauche die nicht alle vorzulesen. Es sind, wie wir sehen, 8 Bände. Hamlet im letzten Band, Romeo und Juliette im zweitletzten. Es ist schwierig zu bestimmen, weshalb er in dieser Abfolge arbeitete. Allerdings ist es wohl nicht Zufall, dass ein Sommernachtstraum und der Sturm mit ihrem fantastischen Personal zu den ersten Übersetzungen gehören, also die er aus dem Kreis von Bodmer heraus machte.
Nach diesen 8 Bänden scheint Wieland das Interesse an der Shakespeare-Übersetzung verloren zu haben und er überließ die Aufgabe Eschenburg, der die Übersetzung im gleichen Zürcher Verlag fortsetzte. Die Arbeitsbedingungen, unter denen Wieland arbeitete, waren ungünstig. Er verwendete im Wesentlichen eine englische Shakespeare-Ausgabe, die von William Warburton von 1747, also relativ neu, aber eine, die relativ frei mit den vorliegenden Texten umging. Sie scheute sich nicht, Verbesserungen vorzunehmen, weil die Texte als unzuverlässig überliefert galten. Man nahm an, zum Beispiel, dass die Schauspieler die Stücke überliefert hätten und die hatten natürlich keinen literarischen Geschmack oder kein Verständnis für die literarischen Qualitäten. Und deswegen durften ihre Versionen auch korrigiert werden. Wieland hatte auch nur sehr beschränkt Zugang zu kritischen Werken in der Bibliothek eines in der Gegend wohnenden Adligen. Belegt ist unter anderem, dass er ein englisch-französisches Wörterbuch verwendete. Und weiterhin galten ihm französische Ausgaben wie jene von Laplace als Vorbilder. Eben eine Übersetzung, die nur besonders gelungene Reden und Dialoge aufnahm. Auch er fasste anderes zusammen, die Methode, die auch Sulzer in seinem Brief empfohlen hatte. Die 22 Stücke, die Wieland übersetzte, lassen sich hier nur an wenigen Beispielen charakterisieren. Seine Wielands sprachliche Originalität und Gewandtheit stehen außer Zweifel. Der finnische Philologe Kyösti Itkonen hat zum Beispiel 1971, also noch bevor es elektronische Textkorpora gab, untersucht, was Wielands Übersetzung der deutschen Sprache an neuen Wörtern und Begriffen eingebracht habe. Danach handelt es sich um über 400 Begriffe, wie beispielsweise Kriegserklärung, heimatlos, Streckenpferd oder Staatsbürger, die in Wielands Übersetzung zum ersten Mal auftreten. Also eine erstaunliche Fleißarbeit, die Itkonen da gemacht hat. Die Zahl ist dennoch aus verschiedenen Gründen mit Vorsicht zu genießen. Es werden auch gängige Wörter aufgeführt, die in einer ungewohnten Bedeutung auftreten. Außerdem, ob es sich bei einer Fügung um einen Neologismus handelt, belegt Itkonen anhand ihres Fehlens in den Wörterbüchern der Zeit. Und er hatte nur die Wörterbücher als Referenz. Fehler sind nicht selten in seinen Übersetzungen, was angesichts von Wielands Arbeitsbedingungen nicht verwunderlich ist. Es gibt Missverständnisse, gewisse Änderungen sind auch kaum begründbar. Ein fleißiger Kritiker hat allein im Hamlet, der im letzten Band erschien, 103 Fehler gezählt. Wielands Zugang scheint sich auch im Laufe der Arbeit zu ändern. Frühe Übersetzungen sind eher wörtlich, wie ein Sommernachtstraum, Lear. Spätere eher frei, wie Hamlet, Othello, das Wintermärchen. Die erste gedruckte Übersetzung, ein St. Johannis-Nachtstraum, ist zum Beispiel noch in Verse und Reime gefasst und nur eines von 18 Liedern wird weggelassen. Später verzichtet Wieland in zunehmendem Maße darauf, Lieder und gereimte Verse wiederzugeben. Kein Stück kommt ohne Auslassungen aus. Wichtige Stücke weisen die wenigsten auf. Der Übersetzer war sich in seiner öffentlichen Aufgabe bewusst, aber er machte sich in Fußnoten Luft für seinen klassizistischen Widerwillen. So gibt er die Totengräberszene in Hamlet wieder und erklärte in einer Fußnote, man würde diese ganze Szene ebenso gern ausgelassen haben.
wenn man dem Leser nicht eine Idee von der berüchtigten Totengräberszene hätte geben wollen. Zum Kaufmann von Venedig schreibt Wieland zum Beispiel, und die Fußnote besteht aus einem einzigen Satz: die häufige und rührende Schönheiten desselben, alle Augenblicke durch ungereimte Abfälle, aufgedunsene Figuren, frostige Antithesen, Wortspiele und alle nur möglichen Fehler des Ausdrucks entstellt zu sehen, ist so widrig, dass der Übersetzer sich nicht hat unterhalten können, an vielen Orten sich liegt. Entschuldigung, hier hat das Wasser. Ist so widrig, dass der Übersetzer sich nicht hat enthalten können, an vielen Orten sich lieber dem Vorwurf, der den französischen Übersetzern gemacht zu werden pflegt, auszusetzen, als durch eine allzu schüchterne Treue dem Shakespeare zu schaden und den Leser ungeduldig zu machen. Auslassungen und Zusammenfassungen sind in den fünften Akten besonders häufig. Einen Extremfall bildet Was ihr wollt im zweitletzten Band, wo der ganze fünfte Akt fehlt. Wieland begründet das so: man weiß schon, dass die Anlegung des Plans und die Entwicklung des Knotens diejenigen Teile nicht sind, worin unser Autor vortrefflich ist. Hier scheint er, wie es ihm mehrmals in den fünften Aufzügen begegnet, begieriger gewesen zu sein, sein Stück fertig zu machen, als von Situationen, worein er seine Personen gesetzt hat, Vorteil zu ziehen. Wir werden uns daher begnügen, den bloßen Inhalt jeder Szene auszuziehen. Was hier dramaturgisch begründet wird, ist wohl eher den Publikationsbedingungen zuzuschreiben, wie ein Kritiker scharfsinnig beobachtet hat. Die verhältnismäßig größere Anzahl von Auslassungen und Zusammenfassungen im letzten Drama, jedes der letzten vier Bände, war zweifellos auf den vom Verleger festgelegten Umfang der Bände zurückzuführen. Wielands Legitimierung im letzten Band ist seiner Zeit voraus. Es kann eine sehr gute Ursache haben, warum der Übersetzer eines Originals, welches bei vielen großen Schönheiten ebenso große Mängel hat und überhaupt in der Absicht des Ausdrucks roh und inkorrekt ist, für gut findet, es so zu übersetzen, wie es ist. Shakespeare ist an tausend Orten in seiner eigenen Sprache hart, steif, schwülstig, schielend. So ist er auch in der Übersetzung, denn man wollte ihn den Deutschen so bekannt machen, wie er ist. Sobald man ihn verschönern wollte, würde er aufhören, Shakespeare zu sein. Es so zu übersetzen, wie es ist, ist eine wichtige Aussage, betrifft aber die Form der Übersetzung nicht. Wieland verzichtet bald nicht nur auf gereimten Vers, sondern auf Vers überhaupt. Das macht seine Arbeit einfacher, aber es sagt auch etwas über seine Prioritäten. Es geht ihm um Inhalte. Er preist Shakespeares Einsicht in die Psychologie der Figuren, in das, was er Natur nennt. Und er ist sich bewusst, dass er für eine zeitgenössische Leserschaft, nicht für ein Theaterpublikum übersetzt, wie er in einer Fußnote zum Sommernachtstraum sagt. Mit anderen Worten, für eine Leserschaft, die mit Romanen vertraut ist, ein Genre, das ähnliche Interessen an die Interesse an der Psychologie der Figuren pflegt. Die Publikation von Shakespeares theatralische Werke war ein kommerzieller Erfolg.
aber die Ausgabe wurde von den Kritikern verrissen. Sie lehnten zum Teil eine Übersetzung grundsätzlich ab, weil Shakespeare eben nicht ihren klassizistischen Kunstidealen entsprach, oder im Gegenteil, weil Wieland, wie etwa seine Fußnoten immer wieder belegen, allzu sehr den alten Idealen nachhängt. Sabine Koop, die eine Dissertation über die Übersetzung schrieb, nennt einen weiteren einleuchtenden Grund für die Verrisse. Wielands Werk kann, sagt sie, weil es in den meisten Fällen die erste Übersetzung ist, noch nicht besser als eine andere deutsche Version sein, sondern nur schlechter als das Original. Ein wohlwollendes Interesse gab Lessing in seiner hamburgischen Dramaturgie ab. Wir haben eine Übersetzung vom Shakespeare. Sie ist noch kaum fertig geworden und niemand bekümmert sich schon mehr darum. Die Kunstrichter haben viel Böses davon gesagt. Ich hätte große Lust, sehr viel Gutes davon zu sagen. Nicht um diesen gelehrten Männern zu widersprechen, nicht um die Fehler zu verteidigen, die sie darin bemerkt haben, sondern weil ich glaube, dass man von diesen Fehlern kein solches Aufheben hätte machen sollen. Das Unternehmen war schwer. Ein jeder anderer als Herr Wieland würde in der Eile noch öfter verstoßen und aus Unwissenheit oder Bequemlichkeit noch mehr überhüpft haben. Aber was er gut gemacht hat, wird schwerlich jemand besser machen. Wir haben an den Schönheiten, die es uns liefert, noch lange zu lernen, ehe uns die Flecken, mit welchen er sie liefert, so beleidigen, dass wir notwendig eine bessere Übersetzung haben müssten. Also er hat sich da getäuscht, es kamen ja dann sehr rasch neue Übersetzungen. Schließend aber möchte ich mit einem anderen Zitat aus einer anderen Zeit, als Shakespeare sich in der deutschen Literatur gerade auch dank Wielands Leistung fest etabliert hatte. Es scheint mir, die Dinge unnachahmlich treffend zusammenzufassen. Ich zitiere: Shakespeare zu übersetzen war in jenen Tagen ein kühner Gedanke, weil selbst gebildete Literatoren die Möglichkeit leugneten, dass ein solches Unternehmen gelingen könnte. Wieland übersetzte mit Freiheit, erhaschte den Sinn seines Autors. Ich mag dieses Wort erhaschen, das der Autor hier verwendet. Erhaschte den Sinn seines Autors, ließ beiseite, was ihm nicht übertragbar schien. Und so gab er seiner Nation einen allgemeinen Begriff von den herrlichen Werken einer anderen, seinem Zeitalter, die Einsicht in die hohe Bildung vergangener Jahrhunderte. Diese Übersetzung, so eine große Wirkung sie in Deutschland hervorgebracht hat, scheint auf Wieland selbst wenig Einfluss gehabt zu haben. Er stand mit seinem Autor allzu sehr im Widerstreit, wie man genügsam erkennt aus den übergangenen und ausgelassenen Stellen, mehr noch aus den hinzugefügten Noten, aus welchen die französische Sinnesart hervorblickt. Dies ist ein Zitat aus Goethes Gedächtnisrede nach Wielands Tod zu brüderlichem Andenken von 1813. Vielen Dank. Ja. Ist es schon an? Ja.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Professor Engler, für Ihren Vortrag und möchte jetzt Sie einladen, Fragen zu stellen. Und zuvor danke ich natürlich auch nochmal der Herzogin Anna Amalia Bibliothek, dass wir mit der Vortragsreihe der Shakespeare Gesellschaft wieder hier zu Gast sein können. Also wenn Sie Fragen haben, ich komme gerne mit dem Mikro zu Ihnen. Vielleicht als Einstieg doch noch eine Frage zu dem, was Sie ausgelassen haben, nämlich die Eschenburg-Übersetzung. Sie haben ja schon angedeutet, eigentlich müsste man Wieland und Eschenburg sagen. Und wir tappen da ja auch immer so ein bisschen in die Falle unseres eigenen Weimarer Geniekults, dass wir, wenn wir über die Wieland-Übersetzung reden, sozusagen über diesen ersten Aufschlag reden und nicht über das, was dann im nächsten Schritt Eschenburg draus macht. Ich vermute, es ist so auch bis heute auf dem Buchmarkt viel leichter, sozusagen einen Reprint oder eine Ausgabe dieser ersten Version zu verkaufen, als der Überarbeitungen von Eschenburg. Aber Sie deuteten ja an, dass Sie sozusagen zu den wenigen Leuten gehören, wie ich in meiner literaturwissenschaftlichen Vergangenheit auch, die an dem Eschenburg was finden. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen zu sagen, wo er Wieland vielleicht auch noch besser macht oder was er sozusagen aus heutiger Sicht vielleicht auch an Gerechtigkeit noch braucht, weil er so viel weniger prominent, so viel weniger bekannt ist als Wieland einfach. Ich glaube, Eschenburg ist wichtig, erstens, weil er er war ein Philologe, ein Professor, ich weiß nicht, wie das damals hieß, er war Philologe, er hat bessere Arbeitsmittel gehabt, hat deswegen Wieland auch korrigieren können, hat die restlichen Stücke auch übersetzt, was eine große Leistung ist. Und dass wir alles Wieland zuschreiben wollen, hängt wohl auch damit zusammen, dass wir einzelne Autoren haben wollen und nicht Zusammenarbeit unter Autoren. Wenn man aber genauer hinschaut, dann ist auch die Schlegel-Tieck-Übersetzung ausgesprochen, die Arbeit von mindestens vier Leuten, die daran gearbeitet haben. Und man sagt, also was den dichterischen Ausdruck betrifft, ist Wieland sicher überlegen gegenüber Eschenburg, aber was die Treue, die philologische Treue betrifft, hat Eschenburg sehr große Verdienste. Und man muss auch sich bewusst sein, eine Frage, die ich auch nicht anschnitt, ich habe nicht über Shakespeare im deutschen Theater geredet und welche Übersetzungen im Theater verwendet wurden. Und im Theater wurde man am Anfang auch wild bearbeitet und später wurde auch Eschenburgs Version verwendet. Also, und die ersten wichtigeren Inszenierungen kamen in den 1770er Jahren, also 10 Jahre nach Abschluss von Wielands Übersetzung und zur Zeit, als Eschenburgs Version zur Verfügung stand. Ist das ungefähr? Tja. Gibt es noch weitere Fragen? Ja. Ich sehe jetzt keine Wortmeldung und deswegen, oder möchten Sie? Nee, möchte ich Ihnen danken für Ihr Kommen und Ihnen einen schönen Sommerabend noch hier in Weimar wünschen. Vielen Dank. Applaus